Am Hochschulstandort Lingen wurden am Dienstag, den 5. Oktober, die diesjährigen Absolventen verabschiedet. Während der akademischen Feier des Departments für Kommunikation und Gesellschaft nahmen die fertigen Bachelor und Diplomanten ihre Abschlussurkunden entgegen. Gleichzeitig wurden die neuen Erstsemester der Studiengänge Kommunikationsmanagement und Theaterpädagogik willkommen geheißen. Departmentleiter Professor Hans-Joachim Wiese begrüßte alle Anwesenden in seiner Eröffnungsrede und gab einen Ausblick über die aktuellen Entwicklungen an der Hochschule Osnabrück. Der Studiendekan des Instituts für Theaterpädagogik, Professor Bernd Ruping, ging in seiner Rede gleichermaßen auf beide Studiengänge ein. Er skizzierte dabei Unterschiede, Gleichheiten und Lernpotenziale zwischen den Studierenden der beiden Institute. Musikalisch wurde der Abend durch das Kammerorchester Lingen mit Kompositionen von Franz Anton Hoffmeister untermalt. Im Anschluss an die akademische Feier ließen Absolventen, Erstsemester, Professoren und Gäste den Abend langsam ausklingen.